So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von American Truck Simulator, Folge 113. Mal gucken, was wir gerade so haben. Ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr, was wir letztens gemacht haben. Wir haben, glaube ich, ein paar Schnellaufträge gemacht und so, aber muss ich mal gucken. Ja, genau. Änderung am Spiel. Es ist leider keine neue Version. Ne? 1.47 ist noch nicht draußen. Ich spiele also immer noch mit der 1.46. Ja. Aber gut. Dann ist dem halt so. Ich hoffe mal, audiomäßig passt alles. Ja. So, Fahrer. Genau, wie geht's eigentlich unseren. Ja. Wir haben 14 Fahrer? Wie sollen wir nur 14 Fahrer? Achso, weil wir kein Geld mehr für den fünften hatten, oder was? Jo. Ja, okay. Ja. Ist alles komplett. Okay. Gut. Müssen wir also für den 15. erst noch sparen. Wie sieht es mit den LKWs aus? Okay, da haben wir auch noch 14. Ja, das heißt, was haben Canvas, Petabyte, Canvas. Da bräuchten wir wahrscheinlich noch so. Hui! Oh, was habe ich denn da Schickes gekauft? Die sehen ja schnieke aus. Das heißt, wir werden halt noch so einkaufen müssen. Wollen wir uns kurz gucken, wie viel müssen wir denn da sparen? LKW-Händler, LKW-Händler, LKW-Händler. Canvas. Bam. Online. Nein, doch. Meine Flotte. Ui, 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 156. Das ist natürlich. Ja. Ganz schön teuer. Viel kostet eigentlich aktuell unser Peterbilt? Was schlägt der eigentlich zu Buche? Ah. 179. Das ist ja gar nicht so viel teurer. Ich dachte, der ist schon hier bei 200.000 oder so. Nice. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine Menge sparen. Über 100.000. Gucken wir mal, was wir so für Aufträge haben. Mache ich einen mit Auflieger, ohne Auflieger? Mal gucken, was es so gibt. Erstmal schnell Aufträge. Es gibt Raumcontainer. Ja. Für 80 pro Meile. Aufträge. Oh, Trafos. Hä? Ach, das ist so ein Raum. Das ist ein. Ich weiß gar nicht, ob das. Hier unten ist der gleiche. Da, hier unten, da, das ist so ein NASA-Symbol wahrscheinlich. Das ist so ein NASA-Raumcontainer. Ah, cool. Für 106 ist natürlich schon wesentlich mehr. Pro Meile. Achso, da unten natürlich. Stimmt ja. Ich meine, gut, wir können da natürlich per Schnellreise erstmal hingehen. Wäre kein Problem. Wo gehst du denn lang? Du. Ach! Ah, oh, ist ja direkt da, wo wir sind. Hallo. Ja, dann nehmen wir auch direkt das Ding. Das hier klingt natürlich auch noch geil. Ist aber da unten irgendwo. Da muss man jetzt gucken. Ja, ich meine, eigentlich waren wir hier überall schon mal. Also vom Grad der Erkundung ist es egal, ob wir das Ding oder das Ding nehmen. Das sind wir bei beiden bei Strecken. Aber wir waren hier oben allgemein schon eher lange nicht mehr. Deswegen würde ich schon gerne die Strecke hier nehmen. Mal wieder hier ein bisschen lang fahren. Ja. Dann machen wir das doch. Da haben wir so einen schönen Raumcontainer mit gerade mal 13 Tonnen. Lass es 14 sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie es die Umrechnung ist. Aber auf jeden Fall für unseren LKW ein Klacks. So, dann als darf ich es hier einstellen. Frei wie der Wind. Achso, wir sehen eigentlich schon unsere Stats aus. Unsere Werte. Unsere Bewertung.
Oh, wir müssen pennen. Verdammt, da können wir den Auftrag ja gar nicht nehmen, oder? Aufträge. Naja, in 16 Stunden, da könnten wir also noch mal pennen gehen. Ich meine, ist hier bloß ein Katzensprung. Um sicher safe zu sein, machen wir mal so schnell Dingsabumster hier nach da. Für unglaubliche 63 Dollar. Never mind. I'll find a new route. Und dann, weil das Schöne ist dabei nämlich, wenn wir so eine Schnellreise machen, landen wir automatisch beim Hersteller, also bei der Werkstatt. Und dort können wir auch gleich pennen gehen. Ja. So, ach so, wir sind jetzt gerade mit Auflieger unterwegs. Hallo. Na gut, den Auflieger können wir natürlich mal zurückschicken. Den brauchen wir jetzt. Oh, wir haben gerade mal drei Auflieger. Okay. Sollten wir da mal vielleicht ein paar mehr holen? Wobei, der hier ist ja auch privat, ne? Ja, der ist auch für uns privat, genau. Das ist der einzige, den andere Leute haben dürfen. Ha, lol. Ja, gut. So. Aufrüsten. Erstmal Wartung. 2 Dollar. Achso, ist alles 0%. Cool. Motor 2. Oha. Was ist denn da los? LKW-Konfigurator. Der ist 25 PS. Nee, lohnt sich gerade nicht. Nicht für das, was es uns kosten wird. Hui. Das natürlich. Oh, hier ist natürlich, das wäre natürlich schon, das ist natürlich schon hier. Hei, 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 hei. Das wäre natürlich schon so die volle Ausbaustufe. Müssen wir natürlich auch noch hier hinten die Räder anpassen. Da hatte ich ja das normale Chrom, genau. So, Standard Chrom und die schönen Heavy Duty Dinger. Ja, sind wir sogar gerade mal bei 20.000. Oh, da bringt ihr mich jetzt aber in eine kritische Lage. Soll ich mich dem echt hingeben? Was gibt's denn eigentlich hier so? Nette, ja, das Ding, ne? Oh, ihr bringt mich da gerade echt in eine kritische Lage. Warum bin ich in dieses Menü reingegangen? Ich werde hier nie wieder rauskommen. Leute, was ist geschehen? Was ist passiert? Wobei der da schon echt wenig Bodenfreiheit hat. Das machen wir lieber nicht. Das ist denn, ja. Was sonst so haben wir hier unten eigentlich schon alles. Einzige wäre höchstens eine etwas höhere Kabine oder etwas längere. Ich weiß gar nicht, die müsste kurz höher sein, ne? Aber ich glaube, das ist dann definitiv zu teuer. Weil da wird dann hier relativ viel mit einmal ersetzt und damit kommen wir weit über 30.000. Alter, drei Achsen. Das bin ich mal Heavy Duty. Problem ist natürlich bei dem Amis, dass hier keine einzige Achse gelenkt ist. Das heißt natürlich, Wendigkeit geht dabei halt hart runter. Das sieht man ja hier. Und eben das Gelände geht hoch, wobei ich nicht verstehe, warum, weil mit drei Achsen hinten bist du nicht gerade sehr wendig. Also das Einzige, wo du hier wirklich Vorteil hast, ist halt Schwergut. Ich meine, unebenes Gelände, okay, du hast mehr Räder, die Haftung auf dem Boden haben. Das heißt, du hast etwas mehr Traktion, okay. Aber vor allen Dingen halt hier die Wendigkeit, ne? Die geht halt hart runter. Zum einen, weil unser effektiver Radstand sich erhöht. Und zum anderen, naja, weil du halt in den Kurven relativ viel Reibung hast. Ich weiß ja nicht, ob wir das machen sollten. Boah, ey, irgendwie hätte ich schon Bock, aber zum anderen. Oh nee, da bin ich gerade echt unschlüssig.
Vor allem dadurch, dass der LKW noch, also die Kabine von noch so klein aussieht, sieht es halt auch so ein bisschen komisch aus, finde ich. Wie gesagt, mit der Kabine hier. Ah, okay, wurde gar nicht so viel ersetzt, tatsächlich. Oh. Was? Please don't. Das sieht ja mal hässlich wie die Nacht aus. So, danke. Ja, da sind wir nämlich schon drüber. Ich meine, so sieht es auch mit den drei Achsen wieder gut aus. Ja, so passt es insgesamt. Ja, nee, okay, da müssen wir auf jeden Fall noch sparen. Das geht erstmal gar nicht. Na gut, dann fahren wir erstmal. Ja. Dann fahren wir erstmal so, wie der LKW jetzt gerade ist. Und dann können wir später. Wo sind die? Wo sind die? Wo kann ich hier pennen gehen? Haha, hallo? Oh, ja, cool. Wow. Ja, da sind wir tatsächlich bei der Werkstatt gelandet, wo man nicht pennen gehen kann. Aber zum Glück ist die Tankstelle da hinten nicht weit. Es geht also alles. Ja, dann werden wir also erstmal die Mission auf jeden Fall machen. Und dann, wenn wir vielleicht nach der Mission mal gucken, wie viel Geld wir dann bis dahin haben. Jetzt bin ich raus. Genau. Gucken, wie einen 15. LKW kaufen. Und wegen unseren LKW upgraden. So, wo kann man die? Ich wollte schlafen. Tanken könnt, was wir auch gleich mal machen. Ist jetzt aber per se nicht so wichtig. So. Ich gehe schon in die Lücke rein. So. Und dann einmal pennen gehen. Es ist auch wieder schön morgens am Tag und so. So. Die gehen wir hier gleich mal tanken. Wird sie schon so bereitwillig steht. So, wir müssen nach links. Da manch stehen wir hier schräg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ha, Chrom. Warum bleibt das stehen? Das ist ja kein Auto. Was ist los mit diesem LKW? Vor allem, dass diese NPCs halt auch nicht ausschwenken können. Der fährt da halb über den Rasen. Nee, nee. Muss ja so rumblinken. Wobei ich mich bei den amerikanischen Gesetzen eh nicht auskenne. Ich glaube nämlich mittlerweile sogar, man kann bei Kreuzungen nahezu immer nach rechts abbiegen, wenn rot ist. Oh, wir waren ein bisschen zu schnell.
Genau, 40 Meilen. Ach, ein schöner, klarer Himmel. Sehr schön. Boah, Alter, ist ja wieder gestocker hier. Was ist denn los? So. Wundere mich gerade, warum es so ruhig ist, auf einmal so ungewohnt ruhig, aber eben Musik. Ach nee. Hier muss ich auch raus. Hat sie nicht gerade gesagt, right und dann keep right? War gerade ein bisschen verwirrt. Was haben wir überhaupt nicht gesehen? Erstmal Massen parken hier. Schaffen wir diese Grünphase? Das ist hier die Frage. Ah, zum Frachthafen hier. Okay. Whale Export. So, Aufträge. Und einmal. Was kann man noch verändern? Ui. Aha. Na dann. Guck mal, Öl haben sie auch. Nee, wir nehmen den. Sowas hat er noch nicht. Nicht, dass ich wüsste, zumindest. So, wo ist jetzt Danton Wings? Okay. Müssen wir wahrscheinlich mal hier vorne rücken. Ah, da ist er. So.
Dass man ja nicht mal hier so sachte anfahren kann, ja. So. Knallt der hier. Weil los. Alles kaputt. Freibahn Wattibahn. So, 1060 Meilen. Das ist ja eine schöne Strecke hier. So nach rechts runter, ne? Hä? Ist ja nicht NASA. Was steht da? Achso, Space Park. Lol. Ist aber 1:1 das NASA-Symbol. Gut, wobei, nicht nee, gar nicht. Beim NASA ist der, also dieser Space Shuttle, der da drauf ist. Beim NASA hat er nur diesen Schriftzug, diese blaue Kugel und da halt diesen roten Kreis drumherum. Da haben sie noch so und so hier in-game haben sie noch so Space Shuttle mit drauf geklatscht. Damit man auch gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass das NASA-Symbol gemeint sein könnte. So intelligent ist keiner. Ja. Weiß ich ja nicht. Tja, bin ich mal gespannt. Ich meine, wir schaffen, glaube ich, unter ETS schaffen wir immer 400 Kilometer, also wenn wir gut sind, 400 Kilometer pro Aufnahme. Weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig, wie viele Meilen wir in ATS pro Aufnahme schaffen. Vor allem, weil es bei ATS noch gar nicht so gleichmäßig ist, da wir wirklich viele verschiedene Geschwindigkeitszonen haben. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel halt DE60 fahren, was nicht so häufig ist. Das heißt, selbst wenn wir Durchschnittswert hätten, würde das halt hart verfälschen und so. Boah, von daher bin ich mal gespannt, wie viel wir schaffen. Oh ja, muss nur kurz. Ich dachte gerade schon, das ist eine richtige Untersuchung oder so. So, mitten jetzt, wo wir einmal reingefahren sind, werden wir jetzt immer wieder rausgerufen. Ja, selbst wenn. Ja, da kommt aber mehr schon Speed angerast. Der rote da hinten. Er hat uns doch gesehen, hat er uns doch. Der hätte auch möglich die Spur wechseln können. Wobei ich jetzt gelernt habe, also ich weiß nicht, ob es richtig ist, ich habe es nur gehört.
dass man in Europa, ne, da hat man ja diese Ausfahrten, wo man diese Beschleunigungslanes hat, dass wenn man da nicht rechtzeitig schafft, auf Geschwindigkeit zu kommen, weil man zum Beispiel warten musste auf andere Verkehrsteilnehmer und so, dass man dann tatsächlich die Beschleunigungslane auf dem Standstreifen verlängern kann. So, what? Und natürlich war das ein. Und die hinter mir denken, dass ich nicht aus dem Pushen komme. Nur weil der vorne ja hier von links hin musste und mich abbremsen musste. Das ist ein Opfer. Na gut, jetzt wird jetzt ja, mir klar. Jetzt, wo ich schon am Überholen bin, fängt der Auto an zu beschleunigen. Jetzt wird er auch 60. Ach, leck mich doch mal am Arsch. Ah ne, komm, jetzt wird er langsamer. Ha! I'm better than you, bitch. Ja. Jetzt nach links. Und eine Spurverengung. Hätte ich ja gleich links bleiben können. Warum bremsen die alle? Finde ich aber gar nicht nett. Frei. Und wieder von 65. Yay! Sehr geil. Tja, dann müsste nur jemand den vor uns sagen, ne? Jetzt schon wieder schon Kindergeburtstag. Achso, weil er abbiegen wollte. Trotzdem Kindergeburtstag. Und ich fahre nicht mal 65. Mann, fand ich wieder einen Alarm. Hält der Kopf nicht aus. War da gerade Gras auf der Fahrbahn? Ja, schön, dass so ein Büschel durchgeguckt, oder? So, ich würde sagen, da oben auf der Brücke machen wir auch erstmal ein bisschen Pause. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch erstmal gewesen sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.